Peggy 18. Hey und herzlich willkommen zu Shadow of the Tomb Raider. Ich habe mir eben gedacht, da ich den Eye-Tracker schon länger besitze, dass ich mal ein Spiel spiele, wo man es auch sieht, wie man ihn anwenden kann. Dafür eignet sich dieses Spiel hervorragend, weil, wie man hier in den Einstellungen sieht, bei Dolby Blickerfassung, gibt es 6 verschiedene Möglichkeiten, ihn zu verwenden. Und eines davon ist halt nur mit Gamepad, wegen Vibration wahrscheinlich. Also gibt es für mich jetzt 5 verschiedene. Man kann mit Blick zielen, Überlebensinstinkte, also auf Sachen schauen, sogar die Charaktere im Spiel sehen, ob man ihn ins Gesicht sieht, so quasi. Dann fallen, nachfallen eben eher nicht. Und halt erweiterte Sicht, das ist eben nicht so nach links, das ist so nach links hinauf. Und mit Blick werfen. Also jetzt mal alles angemacht und schauen wir mal, wie das so ist. Ich habe eben vor, so ungefähr ein 20 bis 30 minütiges Gameplay jedes Mal zu machen, wo so ein Abschnitt ist. Und ihr habt zwar auch die ganzen Zusatzgräber, aber grundsätzlich halten wir uns mal an das normale Spiel. Es soll ja ungefähr 10 Stunden Gameplay sein, also werden es so ungefähr 20 Videos werden maximal. Und dann geht's auch schon los. So, Kampfschwierigkeit, Geländeschwierigkeit, Rätselgeschwierigkeit. Kann man sie durchlesen, mache ich zwar nicht. Werden wir alles auf normal lassen? Oh mein Gott, warum fällt mir der Leopard, Geopard, what the heck? Der im Hintergrund ist jetzt auf. So, ja, wir werden mit der normalen Schwierigkeit weitermachen. Willkommen bei Shadow of the Tomb Raider. Herzschlag.
Square Enix. Starten wir gerne mit einer Action-Szene. Kennt man ja auch was. Also ich spür's anscheinend, wenn wir wieder auf Steuerung. Zwei Tage zuvor. Achso, das war schon zwei Tage vor. Ah, nicht schlecht. Steck ihn danach. Felsspack. Lara, alles okay? Jonah, ich bin hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Nicht bewegen, ich hol Hilfe. Nein, ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Beeil dich. Jo, was schneidet jetzt weg? Oha. Okay, ich muss E drücken. Ich muss feste E drücken. Oh. Okay. Oh mein Gott. Autsch. Den Schmuck habe ich schon mal gesehen irgendwo. Ah, ich kann mich schon wieder bewegen. Also, geht schon los. Hör doch auf, ehrlich gesagt. Ich weiß ja nicht, wie man da hinkommt, aber. Okay. So. Und bergauf. Oh mein Gott. Sie ist flink wie eine Katze. Schauen wir uns schon mal um. Also ich werde auf jeden Fall hinuntergeklettert. Schaut es so nach oben, jetzt kommt so ein Leopard oder so. Jetzt bricht so der ganze Berg auf. Nein, ich meine, das sind nur so das Standard Tomb Raider Things. Oha, oder Skelett, das geht auch zu nah. Aber coole Shooterlampe. Oder Brustlampe irgendwie. Extended View funktioniert schon. Also wenn du verstehst, was das ist. Okay. Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht also fertig. Fall. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen. Und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt.
weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Und wo muss ich da hin? Ah, W, Leertaste und dann Go. Yo. Kehre. So. Ich spiele noch immer ein bisschen mit den Grafikeinstellungen, weil man würde das Maximale ausholen, aber noch das flüssig ist. Oh hey, Kopf über die Kamera aus meiner Ding da. Ah ja. Ich dachte, hätte ich mir jetzt auch festgehalten. Das ist bestimmt nicht rutschig oder so. Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs, bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Schau. So mega Kristall. Okay. Jetzt sind wir wieder in der Falle, Annie. Oh mein Gott, ist das so ein Abhörgerät, also so ein Okidoki? Mal Fotos machen. Eh klar. Für Instagram wahrscheinlich. Lara! Oh yeah. Wow. Er ist nebenan gewesen. Das mal an. Nein, zusammen geht noch nicht, das ist klar, weil er kann ja nicht so einen Weg gehen. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Immer die Notizen. Sorry. Sie hat noch gar keine Pistole in ihrem Holster. Ich hab gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Der Medi. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Okay. Hier hinten steht ein Datum. Ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Wer verwischt hier seine Spuren? Oh. Ist es eine Falle? Lara! Oha. Wir müssen schnell hier weg! Lara! Ja, wahrscheinlich. Komm jetzt! Sie sagt erst so noch vor ungefähr 2 Minuten, wir müssen vorsichtig sein und jetzt. Alles hin. Los! Los! Schnell! Komm schon! Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Immer die Influencer. Hey, willst du mich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café muss verdammtes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wahl verdrücken. Mexiko. Ich wollte schon sagen, von der Musik her. Sind die immer so anmalen? Da ist er. Abo, weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum Rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine, die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter.
Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Okay. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Peru. Okay, das Datum von den Ruinen. Sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Gut. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Ja, auf einmal die Masken auf. Yo. Ehre. Jetzt haben schon beide. Aber die Masken aufzieht, oder egal. So. Wir sehen, dass leider die auch noch ein bisschen laggy sind, aus irgendeinem Grund, obwohl die CPU und so nicht ausgelastet ist. Ah ja, jetzt habe ich die Grafik echt schon noch einmal komplett. Trinity's Leute sind bewaffnet. Los geht's. Sie haben Verstärkung dabei. Ich hoffe, es geht. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. Cool, Luft. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Drehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Jo, die Lichteffekte sind schön. Hey, Sherry, wie läuft's bei dir? Er ist schon direkt abgelenkt. So auf 2 Sekunden so. Eine Sprech. Tja, unglaublich, was? Der Junge hat die Ofrendas getrunken. Oh je, ja, ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Kein Grund, ihn zu bestrafen. Das erledigt ganz allein der Tequila. Er hat genug getrunken. Ehre. Ja, ein Drink hätte jetzt echt auch gern. Kann man es nicht noch holen? Schauen wir mal. Okay, man will dancen. So, was sagt die Kleine? Kann man sich da einen Koffer kaufen? Schau! Für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Zündet er jetzt auch nicht an? Ich mag keine Menschenmengen. Sind wir Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Also der Corona mit den Gesichtsmasken ist doch nicht ganz angekommen in Mexiko. Er ist am Tor. Just kidding. Wir haben eine auch. Oh ja, ne? Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Er geht wahrscheinlich wieder mitten durch einfach. Ah, die Lehrer muss oben drüber. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich hab gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta starten. Er macht das so mit dem Feilschen und so mit der Redekunst, sie so. Klettern wir auf das drüber. Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier. Wenn es nicht so aussieht, Gott segne sie her. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder? Nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Vielleicht also, hat sie nur... Also, vielleicht hat er nur aufgelenkt. Dank euch sind vielleicht hat sie es falsch verstanden. Bis dann. Rest in Peace, wer auch immer da gestorben Jonah, ist. Jonah, ich bin drin. Danny. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Schau mit Tablata, komm. Jonah ist ein Überlebenskünstler und guter Freund. Ich habe ihn vor einigen Jahren bei meiner ersten Expedition an Bord der Endurance kennengelernt. Er brachte mich gleich bei unserer ersten Unterhaltung zum Lachen, indem er mich Kleiner Vogel nannte. Kleiner Vogel. Wir haben seitdem viel durchgemacht
Und Jonah war immer für mich da, seit der Kontakt zu meiner besten Freundin Sam abgerissen ist. Er begleitete mich nach Kites und half mir, die göttliche Quelle zu finden. Das Artefakt, nach dem mein Vater gesucht hatte, als er getötet wurde. Nachdem ich die göttliche Quelle zerstört hatte, um zu verhindern, dass die Trinity in die Hände fällt, hat mir Jonah dabei geholfen, den Orden Zelle für Zelle zur Strecke zu bringen. Als ich die Notizen meines Vaters vollständig entschlüsselt hatte, hielt Jonah Cozumel für den besten Ort, um unsere Suche zu beginnen. Und obwohl ich ihm anfangs nicht geglaubt habe, hatte er recht. Die Ausgrabungsstätte in Cozumel war als einzige noch nicht zerstört. Und jetzt weiß ich auch warum. Trinity weiß, dass noch ein Teil des Puzzles fehlt. Ich muss rausfinden, was es ist, bevor sie es tun. Okay. Cool. Wenn es gut verdunkelt auf jeden Fall. Da komme ich durch. Ah, bin ein bisschen quetschen. Verzeihung. Jo, Entschuldigung. Und hinten auf die Tatschel. Was da? Jo. Ich hoffe, das sind nicht alle da frisch begraben. Nein, wird anscheinend so ein Feiertag sein, wo man zum Grab geht, I guess. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an ihrer Führung der Organisation. Wir können ja, jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Er geht einfach. Okay, cool. Passt. Er glitscht auf ihm vorbei. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, du hast recht. Disculpe, Senorita. Oh, mein Fehler. Sogar der Untertitel ist. In Lara Croft Grün, sag ich mal. Türkis. Ich hätte so Masken ehrlich gesagt echt gerne am echten Leben. Schaut ziemlich sick aus. Aber ziemlich. Ja, scary. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will bestimmt. Bitte komm, Kommandant. Keine Vermutung. Oh, mein riesiges Skelett. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Richtig unauffällig. So mit so einem Schatzgräber equipped hinten am Rücken. Okay. Ein Rad. Ja. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Anfang 20? Wir finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Grüß Gott, der werte Herr. Raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Das ist dein Büro? Okay. Keine Sorge. Ist okay. Laura, spiegel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Auf einmal. Das war ein Lufttrockner. Das kennen wir bei uns gar nicht. Oh, der Ziegel. Ja, moin. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. So, wir können jetzt auf die Map schauen anscheinend. Oha. Da sieht man anscheinend, was es alles gibt auf der Map. Da
Kiste, Dokument. Ja, bei allen Sachen bin ich mir noch nicht sicher, was das sind. Dann. Ein Vulkan, alles klar. Wir sind auf jeden Fall bei Cozumel. Das ist anscheinend auf einer extra gelegenen Insel. Sind wir schon den ganzen Weg bis daher? Wait a minute. Ja gut. Was da? Ah, Goldstücke muss man anscheinend sammeln. Logisch. Ja. Da müssen wir hin. Neben da. Anscheinend müssen wir da so. Ich bin mir noch nicht sicher, wo wir hingehen müssen. Schauen wir mal. Da müssen wir anscheinend durch, aber das wird nicht funktionieren. Zielweg. Stoff. Alles klar. Stoff. Ah. Wir brauchen halt Ressourcen, um Sachen abzugraden und herzustellen. Das ergibt schon Sinn. Wenn die hochklettern. Yay! Jetzt sind so 5 Schäferhunde drin. Und weg damit. Maske auch weg. Aus dem Fallbaum? Ehre! Und für heute war es aber, also ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!